Ja, hallo und herzlich willkommen in der Hölle. Dieses äußerst schöne Schmuckstück, ja, das sieht hinterher so aus. Nur in Schwarz und ohne das Topcase und die modische Fahne dahinter. Ja, zu tun, wir haben jetzt schon den Tank raus, die Verkleidung, die liegt schon seit 5 Jahren im Keller. Da müssen wir dann hinterher mal uns wundern lassen, ob die noch heile ist oder nicht. Seien wir mal gespannt. Das Schutzblech muss noch getauscht werden hier. Deswegen sollte der ursprünglich mal lackiert werden. Ihr seht den Riss. Aber da ich ein anderes Schutzblech in Schwarz bekommen habe, bleibt der hinterher schön schwarz, original. Da werden wir jetzt den Motor ausbauen und dann so ein bisschen Rostarbeiten machen. Und dann bauen wir ihn wieder zusammen und gucken mal, ob er läuft. Seid gespannt. Ist ein geiles Projekt. So, ja. Das ist das nächste Projekt. Wir sind ja im Moment hier noch bei dem Aragon. Das ist das nächste. Das ist ein Malaguti Crosser, wie ihr wisst. Wie das Ganze verkabelt wird. Der neue Motor ist drin. Lagergetriebe, Zylinder ist alles neu. Ein bisschen Rost ist bekämpft da hinten. Ja. Gut, Sitzbank müssen wir dann mal gucken. Werde ich im Winter mal nähen. Ja, wie das dann das Ganze dann angeschlossen aussieht, etc. etc., seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank. Bis gleich. Ja, so. Aragon, gehen wir gleich drauf ein. In einem anderen Video. Ja, der Crosser. Dieses schöne Ding hier, naja, schön ist was anderes. Wer wir sind, ist klar. Wir sind hier der Arsch der Nation. Ja, wir haben die Tanks beide gespült. Ne? Hinten Benzin, vorne Öl. Flüssigkeiten sind aufgefüllt. Motor ist wieder drin. Verkabelt ist das Ganze. Das ist etwas. Ihr seht die CDI hier. Moment, wo ist er? Da unten. Die hat bloß 2 Anschlüsse, ja, bei dem Modell. Ist also deutlich anders als bei so einem China-Bolzen wie dem Aragon beispielsweise. Der Eugen wird jetzt mal das Ding starten. Erst Start. Mal gucken, was er macht. Sollte eigentlich laufen. Direkt. Ja, da unten schlabbert es noch ein bisschen. Deswegen ist das ist noch offen, weil da auch noch ein Teil fehlt. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Der Keilriemen wird wohl etwas lang sein, denke ich. Aber er läuft erstmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er zusammengebaut ist. Seid gespannt. Achso, und hier vorne ist uns aufgefallen. Hier oben. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen rostiger. Das werden wir natürlich gleich nochmal mit entrosten und so alles ein bisschen wieder schicki machen, ja? Seid gespannt. So Leute, hier die ganzen Teile, keine Angst, die sind nur ein bisschen dreckig, staubig, hast du nicht gesehen. Die waren irgendwann vor, keine Ahnung wie viele Jahren mal, neu lackiert und dann in den Keller gelegt, damit da nichts drankommt. Ja, die ganzen Sachen werden wir jetzt ins Auto schmeißen und dann werden wir rüber in die Garage fahren und dann werden wir den schwarzen Malaguti mal wieder zusammenbauen. Seid gespannt. Ja, so, bei ihm ist jetzt hier wieder alles zusammengebaut. Bei unserem Malaguti Crosser CR1. Ja. Das Einzige, was halt ist, die Sitzbank, die muss neu bezogen werden. Aber das sind so Projekte für den Winter. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ansonsten gehen wir mal rum. Ja, ich finde, der ist ganz gut geworden. Vorne Schutzblech hatte ich noch ein neues liegen, vor ein paar Jahren schon mal gekauft. Das ist, ne, alles Taco. Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Staubkappen. Da hatte ich dummerweise die falschen geholt. Das heißt, da müssen wir auf der Seite oben noch mal lösen. Und auf der anderen Seite dann einmal kurz raus, Staubkappe draufschieben, fertig. Wenn sie dann da ist. Ja. Auspuff, fertig, Rost,
ist bekämpft. Alles wieder. Taco, Sturzbügel hat er gekriegt. Ja, angemeldet ist er noch nicht. Wir sind nur auf dem Hof hier mal eine Runde gefahren. Er läuft ganz gut. Da ist der Eugen. Gerade an dem anderen Crosser, das gleiche Modell. Ist. So sieht das dann mit Topcase aus. Können wir mal vergleichen. So. So eine Topcase und Fernstarter. Und hier ohne Topcase. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was besser aussieht. Aber wie ihr seht, Seitenständer hat er auch gekriegt. Der ist zu 100% ARSCH gesichtet. Das heißt, Taco, vielen Dank fürs Zusehen. Und ein Gruß an einen Kollegen, der mal gesagt hat, so wird aus einem hässlichen Schwan auch eine schöne Ente.